So Freunde, euer Simon hier. Samstag, Supplement-Tag, ihr wisst es, ihr erkennt es langsam an dem Video. Wichtiges Video heute, ich habe nämlich gerade ein Paket bekommen und ich werde für euch jetzt mal einige Pre-Workout-Booster testen. Ihr wisst, ich bin Fan von Boostern, ich bin jemand, der viel arbeitet, der oftmals wirklich direkt nach der Arbeit ins Gym geht, der wirklich ein bisschen Motivation braucht. Ihr wisst auch, dass so meine Meinung ist, dass es jetzt kein Supplement ist, das man wirklich unbedingt braucht, um Erfolge zu erzielen, aber dass das so ein Supplement ist, das einem so ein bisschen helfen kann, ein bisschen aufputschen kann und einen vielleicht auch, wenn man so ein Plateau erreicht hat, so aufs nächste Level bringen kann. Ganz, ganz wichtig, werde ich aber noch ein besonderes Video oder gesondertes Video zu machen. Ich bin absolut gegen Booster mit DMA oder DMAA, 1.3 Diethylamin oder auch unter Geranium-Extrakt, Geraniumöl. Also wenn ihr irgendwas von diesen Begriffen auf eurem Booster lest, lasst es wirklich raus. Ihr kennt es alle, das Jack 3D, das alte Jack 3D, auch in früheren Produkten hauptsächlich drin. Der Wirkstoff, der wirklich was gebracht hat, der wirklich wirkt. Dass es wirkt, ist klar. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum, wenn es doch wirkt, warum soll ich es nicht nehmen? Kokain wirkt auch, wir nehmen es trotzdem nicht für den Sport. Denkt dran, wir sind Sportler und keine Drogenkonsumenten. Es ist wirklich Amphetamin ähnlich von der Wirkung, gefäßverengend. Ich werde aber, wie gesagt, noch ein gesondertes Video zu machen. Auch gefährlich, wie gesagt, neuere Studien zeigen, dass es wirklich gesundheitsschädlich ist. Kann zu Bluthochdruck führen, kann auch Psychosen auslösen, zeigen so die neueren Studien, wirklich gefährlich. Und vor allem, ganz, ganz, ganz wichtig, es ist kein Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, es ist auf der Dopingliste. Es kann zu einem positiven Doping-Test führen, also lasst es wirklich raus, lasst es aus euren Pre-Workout-Supplements. Das so kurz am Rande zu dem Thema, Supplements, die ihr nicht braucht, also alles mit DMA drin. Wir haben welche ausgesucht, die kein DMA beinhalten, die aber trotzdem recht konzentriert sind. Ihr wisst, ich nehme so das normale Assault, da ist so ein Scoop 23, 24 Gramm, also ordentlich was drin, viele BCAA, viel Nährstoffe praktisch, und ich war sehr skeptisch bei den ganzen neuen Boosters, weil die Portionsgröße einfach mini ist. Die haben alle so eine Portionsgröße 5, 6, 7 Gramm. Ich war da sehr skeptisch, ich habe einige schon getestet, deswegen kann ich euch wirklich sagen, trotz der geringen Menge wirklich gut. Ich werde jedes einzelne sehr, sehr genau noch vorstellen in einem einzelnen Review, also freut euch drauf. Ich zeige euch trotzdem mal, welche wir so dabei haben. Wir haben einmal das C4, recht bekannt von Cellucor. Früher hatte das eben auch diesen Stoff, dieses DMA drin, von dem ich gerade geredet habe, ist in der neuen Version nicht drin. Deswegen ganz, ganz wichtig, neue Version, wenn ihr mittesten wollt. Ihr könnt es alle natürlich bei eurem, alle Supplements könnt ihr bei mir im Shop natürlich auch mittesten. Ihr könnt drauf gucken, wir haben Supplement-Wochen, also alles wesentlich günstiger. Wie gesagt, das C4 ohne DMA, das ist so das erste. Das zweite, recht bekannt, recht neu noch, das Ganze, Curse oder The Curse, auch von Cobra Labs. Praktisch auch eine kleine Dose, wie gesagt, alles recht ähnliche Zusammensetzungen, alle mit irgendwelchen gepufferten Kreatinsorten, alle so Alanin, Arginin, Citrullin, irgendwelche Stimulantien drin, wie gesagt, deswegen auch die alle recht vergleichbar sind. Also The Curse, das zweite, Saw von Track Nutrition, Super Anabolic Workout, wie gesagt, wieder ähnliche Zusammensetzungen, ähnliche Dosierung. Haben wir uns auch mal geholt, auch schon getestet. Was haben wir noch? Ein recht unbekanntes noch, Mr. Hyde. Ganz wichtig, achtet bitte darauf, es gibt wohl, ich habe es jetzt nicht gefunden, bei mir im Shop gibt es auch nicht, aber achtet darauf, dass es Mr. Hyde heißt. Ich habe gehört, dass es auch eins gibt, das nur Hyde heißt. Ganz, ganz wichtig, das Hyde soll wohl auch eben DMA enthalten, deswegen schaut hier drauf, hier ist es nicht drin. Verspricht sehr, sehr viel. Auch so in den Foren wird das recht hoch gepriesen. Ich werde euch meine genaue Meinung dazu sehr detailliert beschreiben, wenn es dran ist. Ich habe es schon getestet. Ich werde euch genau erklären, wie es wirkt. Wir haben hier Iron Pump der neuen Ani-Serie, auch von Muscle Farm. Ihr wisst, Muscle Farm, da ist das Assault auch her.
was ich sonst so benutze. Hier, wie gesagt, auch ähnliche Wirkstoffe, sehr konzentriert, auch sehr konzentrierte Arginine, wie gesagt, gepufferte Kreatine. Alle recht ähnlich vom Aufbau, alle haben etwas ähnliche Zusammensetzung, unterscheiden sich aber so ein bisschen so in den Stimulantien. Wir werden mal gucken, ich werde euch genau sagen, was mehr pusht, was jetzt zu mehr Pump führt, was mehr Kraft gibt. Also ich teste die recht ausführlich, nicht nur einmal, sondern wirklich über mehrere Workouts. Deswegen werde ich euch das ganz genau erklären. Deswegen brauche ich noch ein bisschen für die Tests, für die genauen Tests. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, einige davon sind wirklich gut, stimulierend wirken wirklich alle. Also alle geben wirklich einen guten Fokus, hätte ich nicht gedacht. Einige davon geben wirklich einen richtig guten Pump, auch ein bisschen mehr Kraft. Das hätte ich nicht gedacht bei der kleinen Dosierung. Das so vorab. Also Boosterwochen, checkt den Shop von mir, geht mal drauf, holt euch auch mal eins. Wie gesagt, seid vorsichtig mit der Dosierung, haltet euch an die Packungsangaben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.